Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest mit Haft auf Hand anzunehmen bei Nebelwerfer Sogan im Schloss Sarbeken an dieser Position. Vorquest war schon zurück. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Ich denke mal aber, das Video hilft euch auch in Viotelga Classic. Ihr seht, ihr habt hier auch Hilfe mitbekommen. Sollte diese Hilfe nicht da sein, dieser Jalot, dann müsst ihr dieses Item besorgen, was in der Quest steht. Wenn ihr Jalots Lieblingskristall verliert, wendet euch an das Hochowakel Sosai im Baldachin der Regenwuffer. Ich habe diesen Kristall bekommen, laut Liste hier im Chat. Habe ihn aber nicht im Inventar. Also ab und zu gibt es den Bug, dass es zwar im Chat steht, aber man hat ihn nicht. Dieser NPC, der in der Quest erwähnt wird, ist hier zu finden. Der ist quasi der Boss von diesem Gebiet. Der heißt Hochowakel Sosai, genau. Bei dem habt ihr auch ein paar Vorquests erledigt. Solltet ihr noch kennen, denke ich. Da könnt ihr euch diesen Kristall holen und da könnt ihr diese Hilfe beschwören. Ich hätte es ja an sich auch nicht nötig. Ich kann einfach hier durch die Mobs hindurchlaufen und sie mit Flächenschaden töten. Wenn ihr hier die Quest beim Level macht, dann müsst ihr ganz normal pullen und nicht so durchlaufen wie ich. Ich glaube, das würde böse für euch enden. So. Ich habe jetzt alle Mobs zusammen. Schwertweger. Bauchdieb, Schwertweger. Also ist alles vorhanden im gleichen Questgebiet. Quest bereit zur Abgabe. Nun zeige ich euch noch, wo und bei wem man diese Quest abgibt. Falls ihr das schon wisst, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Das würde meinem Kanal helfen. Quest ist abzugeben bei Nebelwerfer Sogan im Schloss Sarbeken an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!